Schön ist es, wieder im Büro zu sein, nach mehr als 2 Wochen Urlaub über die Jahreswende auf Fehmarn. Ich habe Strandspaziergänge genutzt, um auch mal über die vergangenen 10 Jahre Achtung nachzudenken und habe mich erinnert, wie das war, als ich da alleine am Schreibtisch saß, jede Pressemitteilung selbst geschrieben habe, dafür gesorgt habe, dass Rechnung rausgehen, jede E-Mail selbst geschrieben habe, von allen natürlich Kenntnis hatte und sich dann der Erfolg einstellte. Es kamen weitere Mitarbeiter dazu, mehr Erfolg stellte sich ein und irgendwann bin ich einen Trugschluss erlegen, den glaube ich doch der ein oder andere Startup-Kopf erlegen kann, nämlich dass ich alles könnte und in allem erfolgreich sein könnte. Das hatte aber zur Folge, dass erste Fehler passierten, ich Fehlentscheidungen getroffen habe, ich in Teilen wirklich überfordert war, es schwierige Zeiten gab und Ergebnis meiner Selbstreflexion war, es gibt 1, 2, 3 Kernstärken, aber den Rest müssen andere machen, weil sie es deutlich besser können. Und ich bin froh, heute diese Köpfe neben mir zu haben, um mich zu haben, richtig gute Leute, mit denen es Spaß macht zu arbeiten und die Dinge besser können als ich. Ich habe mir vor einiger Zeit auch mal angeschaut, wie ist eigentlich so die deutsche Agenturlandschaft bestellt. Und ich nehme mal an, 80-90% der Agenturen sind nicht größer als 20 Mitarbeiter. Das ist nämlich die Größe, die man noch führen kann mit einer Person an der Spitze und ohne Mittelbau. Es gibt Agenturen, die wollen nicht größer werden, aber es gibt einige, die wollen größer werden, schaffen es aber nicht, weil da oben jemand ist und Bottleneck ist, der alles sehen will, glaubt, alles besser zu können, die Konzepte umschreibt, jede Spesenrechnung kontrolliert. Ich bin der Meinung, ich kann doch nicht alles können, nur weil ich Chef bin.